Herzlich willkommen wieder bei Grobi TV, unserem Heimkino-Kanal. Wir haben hohen Besuch bekommen und zwar ja, eigentlich nicht so direkt aus Dänemark, sondern schon aus Deutschland. Ne? Genau. Weil Dali in Deutschland eine eigene Niederlassung hat, zentrale Büro. Richtig, die sich um deutschen Vertrieb kümmert. Sehr gut. Und zwar kümmert man sich sehr gut um uns, kann man nicht anders sagen. Ich sage erstmal vielen Dank dafür. Wir sitzen ja hier und neben mir sitzt, das muss ich natürlich schon noch einblenden und mal eben sagen, der Frank Hagemann, seines Zeichens Deutschland-Dali-Vertriebsleiter. Geschäftsführer der Dali GmbH. Mhm. GmbH, wunderbar. Ach, sind wir ja auch geworden. Das ist doch was Schönes, ne? Ja, wir wollen uns heute mal über das neueste Produkt aus dem Hause Dali unterhalten. Die Optikon-Serie. Ja, es gibt mehrere. Wir fangen konkret mit der Optikon-Serie an. Nehmen wir die mal heute. Jawohl, gut. Da habt ihr uns ja ziemlich, ich sag mal, ihr habt es ja sehr spannend gemacht. Angekündigt war sie für den Sommer, so August war es, glaube ich. Und dann hieß es, hey, wir müssen auch nochmal nachschauen, weil offen gesagt, es gab ein kleines Problem mit irgendwie Folierung oder sowas. Dann habt ihr die alle nochmal schön von Hand nochmal nachgeprüft und jetzt sind die sowas von super in der Verarbeitung und allem und fangt jetzt endlich an, im Oktober auszuliefern. So ist es. Die ersten sind da. Das stimmt und die haben wir hier stehen. Also wir reden von Oktober 2015. Die Linie kommt, wir haben und werden alle da haben, weil wir sind ein Dali-Partner mit Herz, Ohren, Augen, mit allem drum und dran, was nur so irgendwie gehen würde. Und wir haben uns überlegt, weil es gibt eine Menge tolle Vorberichte, das ist mir echt aufgefallen. Also da macht ihr einen guten Job, glaube ich. Ne? So was so die Unterstützung angeht, auch mal die Presse, die Muster bekommen und sowas. Da ist ja, bevor wir überhaupt ein Ding in den Händen gehalten haben, gab es ja schon eine Menge Presseberichte. Ja, ich habe ein bisschen was an Mustern vorher gehabt und das habe ich der Presse zur Verfügung gestellt. Die haben sich ein bisschen damit beschäftigen können und offensichtlich konnten wir dort wiederum mit dem Thema Produktqualität, Klangqualität, Verarbeitung, Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Und das wollen wir uns mal im Detail etwas genauer anschauen, weil wir haben es ja schon mehrfach erwähnt, Lautsprecher sehen im ersten Moment irgendwie alle fast gleich aus. Ja? Die haben immer irgendwie so die sogenannten Treiber da, die haben Hochtöner, die haben vielleicht noch so was ganz Besonderes, was wir jetzt hier gleich nochmal erklärt bekommen. Aber natürlich gibt es gewaltige Unterscheidungen, denn diese Lautsprecher haben ja auch gewisse Zielgruppen, Anwendungsbereiche und bei der Optikon würde ich jetzt mal wissen wollen, wir reden ja hier über ein System, was ja nicht als reines Stereo-System dimensioniert worden ist, ne? Sondern wir können es wunderschön auch in unserem Heimkino einbauen. Wie eigentlich bei allen Dali-Serien. Das heißt, ich kann aus den verschiedenen Modellen der jeweiligen Serie immer ein Surround-Paket bauen, ob das 5.1 ist oder 7.1 oder 9.1 oder was ihr heute alles hier so als Spezialisten macht. Ich kann das endlos ausweiten. Das kann ich eben in den oberen Serien machen, das kann ich in den unteren Serien machen. Bevor wir loslegen mit Technik, wo kommt der Name Optikon eigentlich her? Ja, dem Gewieften wird aufgefallen sein, dass die Optikon-Serie der bisherigen Icon MK2-Serie folgt. Und wenn man so ein kleines Namensspielchen anstellt, dann ist offensichtlich Icon, Icon steckt in Optikon drin. Das ist ein Namensspiel, das wir ein bisschen erfunden haben. Der ein oder andere hat es verstanden, das ist aber okay. Für uns ist es wichtig, es ersetzt diese Serie. Es ist aber nicht direkt der Nachfolger, weil man das beide schlecht miteinander vergleichen kann. Okay, verstanden. Aber es ist doch so, dass die Icon mehr oder weniger Geschichte sind, ne? Die ist Geschichte, jawohl. Okay. Gut, wenn wir uns das mal umschauen. Ich habe jetzt hier, was sehe ich hier eigentlich? Das sind jetzt hier verschiedene sogenannte Treiber. Was haben die für eine Größe? Das sind alles 6,5 Zoll Treiber. Das ist eigentlich alles die gleiche Dimension. Aber ich habe die mitgebracht, um ein bisschen was zu dem Thema Technik zu erklären. Ich sagte ja eben, Optikon kann man nicht direkt mit Icon vergleichen, weil eben eine andere Technikdimension da drin steckt. Und die ist heruntergebrochen von unserer Referenzserie Epikon. Da haben wir was Neues gezeigt, da haben wir ein SMC-Material gezeigt. Wir haben ja auch mal zusammen einen Besuch in Dänemark gehabt. Da sind wir ein bisschen darauf eingegangen, was dieser Magnetantrieb, dieses ominöse magnetische Pulverchen, was das leisten kann. Und diese innovative Technik, die in der Referenzserie bis zur Spitze getrieben wurde, haben wir dann runtergebrochen auf die Serie darunter, Rubicon, die wir letztes Jahr gebracht haben. Und jetzt kommen wir mit Optikon, wo wir das Ganze noch weiter vereinfacht haben. Und deswegen sage ich, ich kann das eine mit den alten Serien schlecht vergleichen, weil diese Technik eben was wirklich Innovatives ist und da nicht drin vorhanden war. Bei dem Pulver, da würde ich gerne nochmal nachfassen wollen, weil wenn ich einen Lautsprecher mal genau anschaue, finde ich ja nichts von Pulver. Wie kommt dieses Pulver zustande und was wird daraus gemacht? Das ist ein spezielles Eisenpulver, was beschichtet wurde. Mhm. Und dieses Eisenpulver wird unter Temperatur und vor allen Dingen hohem Druck sozusagen verbacken und danach nochmal Oberflächen beschichtet. Mhm. Und diese Bauteile finden sich dann in dem jeweiligen Magnetantrieb wieder. Das sind also Schnittmodelle von den Magnetantrieben
Epicon und Rubicon. Mhm. Und hieran können wir schon einen Unterschied feststellen. Wenn ich also hier, dieses Stückchen ist der Pol, das Polstück, mhm. Kern des Magneten. Mhm. Das ist in diesem Fall schon aus zwei Stücken SMC, diese Soft Magnetic Compound, mhm. aufgebaut und dann auch jeweils mit zwei Aluminiumringen umlegt worden. Plus die Tatsache, dass wir hier oben auch noch einen Ring aus SMC haben. Mhm. Im Vergleich dazu die Rubicon-Serie, ich sagte ja eben, das haben wir vereinfacht, haben wir dieses Polstück, es ist nur ein Stück aus diesem Material und haben dort nicht mit Aluminiumringen, sondern mit Kupferringen gearbeitet. Mhm. In der neuen Opticon-Serie haben wir nur dieses Stück, ohne das Kupfer. Warum machen wir das alles? Uns ist aufgefallen, dass wir alles dafür tun, die mechanischen Widerstände im Lautsprecher, in diesem Chassis, damit sich das möglichst leicht bewegen kann, dass wir diese Widerstände reduziert haben. Aber es passiert auch etwas in dem Magneten selbst, was nicht mit mechanischer Reibung zu erklären ist, sondern, ich sag mal volkstümlich, der induktive Widerstand ist. Mhm. Und diesen induktiven Widerstand haben wir damit minimiert. Das kann man messen, das kann man tatsächlich auch zeigen über Schwingspulen, die dort reingleiten oder fallen. Aber ich will es ja schlussendlich nachher hören. Genau. Was ist dann der Vorteil da? Der Vorteil ist eine besondere Transparenz bei dem Ganzen. Mhm. Also wir haben das ein oder andere Mal natürlich auch der Fachpresse zur Verfügung gestellt und vorher erklärt. Mhm. Und dabei kam dann als Feedback, dass sie zwar der Theorie folgen können, es aber schlecht in der Praxis nachvollziehen können, aber sie können es hören. Und das ist das, was entscheidend ist. Das zählt. Genau. Okay. Verstanden. Also, das heißt, die guten Gene der nun wirklich auch wiederum sehr bekannten und auch sehr ausgezeichneten Lautsprecherserien Rubicon, Epicon, haben wir hier in der Opticon schon drin. Ja. Kann man so sagen, ne? Okay, was gibt es sonst noch? Es gab, vielleicht für den, der das Video noch nicht gesehen hat oder die Videos vorab noch nicht gesehen hatte, hier gibt es dann immer wieder so die Frage, Moment mal, die Treiber hier mit dem, das ist ja immer diese rötliche Färbung, das hat ja die typische DALI-Eigenschaft, das ist ja ein Synonym für DALI. Dann sind ja hier so kleine Spuren drin, da habe ich schon mal einen Anruf gekriegt, hör mal, ist das normal, das bei meinem Lautsprecher? Da sage ich, jawohl, das ist super normal, das ist nämlich auch ganz individuell, weil jeder ist einzigartig, kann man ja auch noch fast schon sagen, ne? Das was die Struktur angeht. Richtig, ja. Was ist das jetzt von der Struktur her? Wo kommt das her? Wir haben eine Papiermembran, die mit Holzfasern versteift ist. Mhm. Papier hat den schönen Vorteil, es ist sehr, sehr leicht und wir wollen ja eine möglichst leichte Bewegung haben. Mhm. Die Steifigkeit da drin führt dazu, dass das Ganze sich nicht in dem Maße verformen kann. Mhm. Und Papier hat eine natürliche Klangwiedergabe. Wir haben viele verschiedene Materialien im Lautsprecherbau. Da gibt es Keramik, da gibt es Aluminium, Beryllium und so weiter und so fort. Und alle diese Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften. Damit will ich überhaupt nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist als das andere. Aber wir haben eben unsere Klangwiedergabe mit dieser Papiermembran definieren können. Und das ist möglichst natürlich. Und die ist ja auch in allen Lautsprecherserien von DALI drin. Genau. Das ist überall dabei. Vom Einstieg bis zum Top-Modell. Vom Einstieg bis zum Top-Modell, das ist immer etwas anders gefertigt. Das sieht manchmal ein bisschen anders aus. Aber in jedem Fall ist es so, und die Anrufe kriegen wir natürlich auch, wo der Kunde sagt, da ist was drin, da ist aber ein Kratzer drin oder dergleichen. Nein, ist es nicht. Es ist einfach etwas aufgrund der Beschaffenheit der Membran, was vollkommen normal ist. So, sieht sexy aus. Was haben wir denn hier? Wofür sind die drei verschiedene? Genau, das, was Sie in der Hand haben, ist Epicon. Ja, ja, okay. Das ist der Epicon-Treiber aus der Referenzserie. Da haben wir einen Rubicon-Treiber. Es sieht natürlich prinzipiell immer gleich aus im Lautsprecherbau. Ich habe einen Korb, gewesen, ich habe den Magnetantrieb und so weiter und so fort. Aber was wir bei all den Treibern, das hier ist Opticon, was wir bei all den Treibern sehen können, ist, wir haben einen relativ fragilen Korb bei der ganzen Sache. Der ist fest, der ist steif, gar keine Frage. Aber er lässt einen möglichst freien Luftfluss zu. Und das ist auch etwas, was wir erreichen wollen. Wir wollen, dass die Luft frei strömen kann, nicht nur außerhalb des Lautsprechers und sich leicht bewegen kann, sondern auch innerhalb des Lautsprechers und möglichst leicht austreten kann. Das sind ja alles Bassreflexsysteme, die wir haben. Und interessanterweise ist es so, dass unsere Bassreflexrohre relativ dicht an den Treiber rangehen. Das heißt, wir haben auch ein Bassreflex-Timing, was extrem wichtig ist, auch in der Tieftonwiedergabe. Und somit gewährleisten wir das mit den richtigen Abständen, mit der richtigen Dimensionierung des Bassreflexrohrs und der Dimensionierung des Lautsprecherkorbes selbst, dass die Luft so sich zirkulieren kann, wie wir das wünschen. Und wir setzen dem nichts entgegen. Endergebnis fürs Hören, hat es welchen Vorteil? Es ist sehr transparent.
Ich habe einen Lautsprecher, der nicht muffig oder dergleichen klingt, sondern der frisch klingt, der das Ganze transparent und von der Zeitkohärenz sehr sauber überträgt. Und das ist das, was wir wollen. Viele sagen, sie bauen den besten Lautsprecher der Welt. Das würde ich jetzt von uns nicht behaupten. Ja? Wir haben unsere DNA gefunden beim Lautsprecherbau. Und die wachsende Anzahl der Kunden da draußen zeigt uns, dass wir damit nicht so verkehrt liegen können. Kann ich bestätigen, profitieren wir auch von. Und ansonsten kann ich jederzeit anbieten, ruhig mal zwei Lautsprecher von zu Hause mitbringen und dann mal hier im direkten Vergleich hören. Wir haben ja hier in unseren neuen Studios die Möglichkeit, mal einfach umzuschalten zwischen einem von mir aus Wunschpäckchen von Dali und mal den vorhandenen zwei Lautsprechern, um mal zu merken, wie die Charakteristik sich unterscheidet. Ja, das würde ich natürlich jetzt mir auch nochmal genauer anschauen wollen, weil ich gehe mal davon aus, das habe ich auch gelernt, das dürfte ein Hochtöner sein, aber viele sagen ja, wenn man sich die Lautsprecher genauer anschaut, sehen wir ja auch dahinter, oben drüber ist ja nochmal was. Was haben wir denn hier? Das ist ja eine besondere Mischung, die aus dem Hause Dali doch sehr exklusiv teilweise ist, ne? Je nachdem. Ja, das ist das Dali Hybrid Hochtonmodul. Wir haben sozusagen, ist auch hier wie in vielen Bereichen des Lautsprecherbaus, haben wir etwas vereint. Es gibt zum einen die Gewebekalotte als Hochtonmodul, die ihre Vorzüge hat. Sie hat eine sehr natürliche Klangwiedergabe, was wir eben auch schon hatten bei der Papiermembran. Das ist etwas, was wir wollen und wünschen. Allerdings haben wir bei all unseren Lautsprechern auch den Anspruch, dass der Lautsprecher vom Klangbild her weit abstrahlen soll. Also breit. Sehr weit auseinandergehen. Genau. Mhm. Das ist etwas, was ihr als Heimkino-Spezialisten ja schätzt. Ja. Ja, das heißt, ich kann das Heimkino nicht nur den einzelnen Platz wunderbar beschallen, in Anführungsstrichen. Dann kann ich in einem größeren Bereich aufhalten und habe immer noch einen sehr guten Rundumklang. Genau. Diese Gewebekalotte hat allerdings den Nachteil, den physikalischen Nachteil, dass sie bei höheren Frequenzen, je nachdem wie sie dimensioniert ist, ich sage mal beispielsweise 11.000 Hertz, dass sie auf Achse bündelt. Mhm. So, jetzt stellen wir den Lautsprecher, wir empfehlen das Ganze zumindest, rechtwinklig zur Rückwand auf. Also wir stellen ihn gerade auf und winkeln ihn nicht auf den Hörplatz ein. Mhm. Der Hochtöner zieht an mir vorbei, sagen wir dazu. Mhm. Jetzt fängt diese Kalotte an zu bündeln, und zwar auf Achse zu bündeln. Mhm. Und ich bekomme von den hohen Frequenzen weniger mit. Mhm. Und jetzt kommt dieses volkstümlich Bändchen, dieser kleine Magnetostar zum Einsatz. Mhm. Der setzt bei den höheren Frequenzen ein und wir haben dem eine kleine akustische Linse verpasst. Mhm. Das heißt, es wird gestreut und er strahlt breit ab in den höheren Frequenzen. Okay. Und jetzt habe ich beides miteinander vereint, den natürlichen Klang der Kalotte in den wichtigen Frequenzbereichen und die Unterstützung in den oberen Frequenzbereichen und das Ganze strahlt breit ab und alle haben was davon. Wir hatten mal telefoniert, ich hatte vor ein paar Wochen mal eine Frage wegen links-rechts gehabt, weil da gab es da mal einen Anruf, es gäbe irgendwie eine Kennzeichnung auf dem Lautsprecher mit links und rechts und das hätte zur Folge, dass man nämlich berücksichtigen sollte, dieser würde nach links oder nach rechts abstrahlen. Also das hat sich jetzt gerade, glaube ich, geklärt. Die strahlen gleichmäßig ab, ich brauche nichts mit links-rechts berücksichtigen. Wo kommt das herkommen mit links-rechts? Gab es da? Also bei uns kommt es aus dem Lautsprecherbau, weil wir bei den Echtholzfurnieren die jeweiligen Gehäuse zueinander matchen. Das heißt, die sollen zueinander passen. Ah, okay. So. Und da wir aber auch in unserem Lager das Ganze möglichst die Seriennummern zueinander sortiert haben möchten, gibt es die Seriennummer und bei der Seriennummer der eine Lautsprecher hat das L dabei und der andere hat das R dabei. Okay. Technisch gesehen macht es bei den Lautsprechern keinerlei Unterschied. Also müssen nicht links, rechts irgendwie berücksichtigen, das sind rein optische Hinweise. Das sind einfach nur Hinweise, die bei uns, für uns intern in der Produktion wichtig sind. Genau. Jetzt habe ich ja hier so wunderschön drei verschiedene, wenn man ins Detail hinschaut, sieht man, die unterscheiden sich überall ein bisschen. Kann man so sagen? Das ist richtig. Drei verschiedene Linien. Ja, also der Aufbau ist immer der gleiche, wie wir es eben gesagt haben, Kalotte und kleiner Magnetostart. Ja. Aber ich habe jetzt das oberste Modul in der Hand, ich habe Epicon in der Hand. Ja. Ich merke, das ist deutlich schwerer und wenn ich mal anfange, jetzt da durchzugehen, ganz kurz vom Äußeren, von der Front sieht man das Ganze. Epicon ist von hinten sehr viel aufwendiger aufgearbeitet, als es die Rubicon oder auch die Opticon-Serie ist. Okay. Die Materialien unterscheiden sich, Prinzip ist immer das gleiche, aber die Abstimmung ist auch unterschiedlich. So habe ich hier Epicon, hier habe ich Rubicon und hier habe ich Opticon. Das Beste bis zu dem, in Anführungsstrichen, Vereinfachten. Das heißt, auch das vielleicht mal so als kleiner Hinweis, das wird ja alles in Dänemark gemacht. Ne? Ihr habt da in euer Hightech-Labor, wo da jemand sitzt und das entsprechend zusammenbaut und dann entsprechend prüft, ob das auch charakteristisch vom Klang her alles so zusammenpasst. Genau, ne? Genau.
Nichts in China hier in der Hinsicht. Das macht ihr da alles. Okay, gut. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal so die einzelnen Modelle an. Es ist ja eine riesige Familie eigentlich, die es jetzt von Opticon gibt. Da ist ja eigentlich für jeden Geschmack, für jeden Raum, für jedes Auge was dabei und natürlich auch für jeden Geldbeutel, weil es geht ja von bis, ne? Genau. Okay. Oh, dann machen wir das, würde ich mal sagen, in der nächsten Szene. Ja, das ist schon ein imposanter Anblick, den man hier sehen kann von der neuen Opticon-Linie. Und wir wollen noch mal in den nächsten Minuten mal so die Unterscheidungen zwischen den einzelnen Lautsprechern erklären, würde ich sagen. Und auch so, wo die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten sind. Denn da gibt es ja definitiv sicherlich auch gewisse Hintergedanken bei den einzelnen Modellen, wo man was am besten einsetzen kann, oder? Selbstverständlich. Ist das so? Ja. Ja, schön. Wollen wir mit dem anfangen? Fangen wir mit dem an. Der Opticon LCR. Das ist wahrscheinlich auch gerade im Heimkinobereich bei euch ein super interessanter Lautsprecher. Zum einen, LCR steht bei uns für Links, Center, Rechts. Das heißt, soll ich mal nehmen? Ja, ich kann auch. Ja, gut. Also, Links, Center, Rechts heißt, ich kann ihn sowohl als, erstens ist es ein Wandlautsprecher, möglichst an der Wand aufgehängt oder ganz dicht an der Wand positioniert, weil er das Feedback von der Rückwand gerne für die Bassunterstützung haben möchte. Heißt, den hier so einen halben Meter wegstellen wäre nicht so von Vorteil, würde das sich nämlich teilweise ziemlich schlecht anhören. Das, dann fehlt ihm einfach das Tieftonfundament. Ja, ne? Also am besten direkt dran, dann kommen wir am besten direkt dran. Rückseite hat er direkt eine Befestigung. Genau, wir haben auf der Rückseite die Befestigung direkt vorgesehen, wir haben dementsprechende Kabelkanäle vorgesehen und ich kann das Ganze eben so jetzt einfach mal gerade aufhängen oder eben auch waagerecht aufhängen. So, ja. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal drehe und ich würde es waagerecht aufhängen, dann ist auffällig, dass das Hybrid-Hochtonmodul sich plötzlich hingelegt hat. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Es geht ja wieder um die breite Abstrahlung. Die Thematik hatten wir ja kurz im Gespräch. Ja. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze zu drehen. Ich löse die Schrauben, ich drehe das Ganze in die richtige Position. Dann strahlt auch das Bändchen dementsprechend breit ab. Schrauben wieder befestigt und schon habe ich einen möglichen Center-Lautsprecher. Verstanden. Das löse ich dann hier mit den vier Schrauben hier drin oder die außen? Die dritten, genau, ne? Die dritten. Okay, ja? Kapiert. Okay. Es ist ja dann für mich so der direkte Nachfolger der Onwall, Econ Onwall. Die haben wir ja nicht ganz unerfolgreich angeboten, weil wir die auch sehr häufig mit Dolby Atmos als auch Auro-Installation verbaut haben. Mhm. Kann man mal sagen. Das ist das direkte Ersatzprodukt dafür. Wir haben in der Rubicon-Serie diesen Aufbau des LCRs erstmalig eingeführt und das Ganze mit großem Erfolg. Denn wir sehen dort draußen, ihr habt es im Heimkinobereich, es gibt ja aber eben auch die Stereo-Spezialisten und die haben zunehmend ein Problem, dass insbesondere der weibliche Counterpart zu Hause sagt, bitte keine großen Lautsprecher bei mir und dann heißt es aus Platzgründen vielleicht auch, ich muss das Ganze an die Wand hängen. Gibt es dafür eine Lösung? Ja, es gibt eine Lösung. Aber es gibt keine klassische Wandbefestigung nochmal, das nicht, sondern wir würden sie mit den zwei Schrauben direkt an der Wand befestigen. Genau. Wir haben selber so eine Variante mal gemacht, wo wir den noch ein bisschen anschrägen konnten. Da kann man dann sicher auch nochmal schauen, gerade wenn man den mit Auro in Kombination einsetzen möchte. Da lässt sich das eine oder andere noch individuell anpassen. Das ist das sonst von der Verarbeitung? Das hat ja schon gewählt. Das ist MDF. Gerne wieder zurück. Das ist MDF, genau. MDF? Das, was besonders an dem Lautsprecher ist, und das müssen wir mal kurz zeigen, es ist ein Bassreflexsystem. Es ist ein Bassreflexsystem, geringe Bautiefe und hier hinten haben wir die Luftauslässe für die ganze Geschichte. Das heißt, auch dort habe ich dementsprechend im Tieftonfundament einen vollwertigen Lautsprecher. Ja? Für den einen oder anderen wird eine Subwoofer-Ergänzung sicherlich hilfreich sein, aber ansonsten das System. Klar. Welche Farben wird es geben? Es gibt die Farben, so wie wir es hier jetzt haben, weiß. Das heißt, der Korpus ist weiß seidenmatt und die Front ist weiß Hochglanz. Dann haben wir, da kommen wir dann auch noch zu, das Ganze in Walnuss, da ist der Korpus Walnuss foliert bzw. die Front schwarz Hochglanz oder eben auch Esche schwarz, der Korpus, Front schwarz Hochglanz. Drei Farben. Sehr schön, für jeden Geschmack was dabei. Mhm. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Der nächste. Der nächste. Das Herz eures Heimkinos, der Vokal, der Center-Lautsprecher. Hier vielleicht schon mal auffällig, wir haben das Ganze ineinander geschnitten, um gewissen Breite, Platz zu sparen. Ja. Mhm. Wir haben Bassreflexsystem hier nach vorne ausgelassen, was den Einbau in etwa Regale etwas einfacher gestaltet, dass ich das hinten nicht verschließen muss. Was gut ist und gut zu sehen ist, nachdem wir den LCR eben in der Hand haben, wir haben hier auch die gleiche Dimension des Treibers, 6,5 Zoll Treiber mit drin. Also auch dort eine saubere Stimmwiedergabe über das komplette Spektrum. Sehr schick.
So, den stellt man dann einfach auf den Tisch drauf oder auf einen entsprechenden Ständersystem, was man so haben möchte. Farben waren das gleiche, auch natürlich ja. Die drei verschiedenen Farben dort. Schickes Teil, was kostet der so? Pi mal Daumen. Wir haben beim Wokel einen Preis von 549 das Stück. Alle Farben und Ausführungen sind gleicher Preis. Beim LCR sind wir bei 649 das Stück. Er hier? Ja. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir mal den kleinsten hier im Bunde. Wie nennst du dich hier? Opticon 1. Du bist der kleine Kompaktlautsprecher, genau. Opticon 1, ich sag mal für das kleine System, für den kleinen Hunger, für die kleine Stereoanlage, der Kompaktlautsprecher, der ein bisschen Wandnähe haben möchte. Ja, also er auch, ja? Der möchte ein bisschen Wandnähe haben. Wir haben daran gedacht, was viele... Für Regale, genau, ist der klassische Regallautsprecher wandnah aufgestellt. Oder, was wir mitliefern, das ist hier nur angedeutet, weil das ist im Karton geblieben, wir haben hier schon vorgesehen, dass die kleine Wandhalterung montiert werden kann. Ach, das kann ich reinschrauben und das kann ich hier mit einer Schraube an der Wand befestigen. Genau, das haben wir im Zubehörpaket mit drin. Es ist auch ein Bassreflexsystem. Das, was wir bei den anderen Lautsprechern auch gesehen haben, wir haben hochwertige Terminals dabei, die ich wahlweise mit blanken Kabelenden, mit Kabelschuhen oder eben auch mit Bananas, unseren Bananensteckern, beschicken kann, in Anführungsstrichen. Verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Center bräuchte, sollte man schon 5 von denen hier vielleicht nehmen. 3 vorne von dem und 2 hinten. Ne? Wäre eine Variante, aber einen klassischen Center in der Größe würde es nicht geben. Oder, richtig, ne? Richtig. Wobei, den kann ich ja auch hinlegen ohne Probleme, weil jetzt kann, haben wir hier mit dem Hochtöner. Genau, den kann ich auch hinlegen. Variante. Die nächste Geschichte, die wir dabei haben werden, ist, dass die Frage kommt, und warum haben wir denn hier keinen Hybrid-Hochtöner dabei? Weil nicht Platz passt. Genau, beziehungsweise natürlich, wir können das ja alles passend machen, wir haben die Serie ja konzipiert und gebaut, aber dann gerät das Ganze aus der Form. Wir haben unsere Erfahrungen in dem Bereich schon gesammelt. Der Kunde möchte vielleicht den Hybrid-Hochtöner integriert haben, aber er möchte das Produkt dann nicht mehr anschauen. Okay, verstanden. Na gut, ich sag mal so, die Qual der Auswahl ist mir lieber, als wenn es nur 2 Produkte gibt. Gut, und ich kann dazu nur sagen, 349 Euro das Stück. Heute im Angebot. Unverfügbar. Unverfügbar. Sehr gut. So, was haben wir hier? Der nächste. So, der große Kompaktlautsprecher. Für die großen Jungs. Ja, die ganz großen Jungs kommen ja noch. Für den größeren Hunger. Die Opticon 2. Ein größerer Kompaktlautsprecher, 6,5 Zoll Treiber, etwas größere Kalotte dabei. Ist dann eher für die freiere Aufstellung gedacht. Ja. Könnte im Heimkinobereich auf Stativen der Rear-Lautsprecher sein. Ja. Ist für den Stereohörer klassischerweise auf dem Stativ frei aufgestellt, bietet eine etwas andere Bühnenabbildung, als es dann der kleine kann. Und natürlich auch im Verhältnis, weil größere Membranfläche, etwas mehr Tiefgang. Da haben wir keine Möglichkeit, das Ganze an die Wand zu hängen, was bei dem Gewicht auch nicht so ratsam wäre. Bassreflexsystem, saubere Eröffnung dementsprechend und auch das Terminal. Sehr schön. Okay, so, und jetzt kommen die Standlautsprecher. Ja, genau. Was sagt der Preis? Der Preis sagt 449 das Stück. Macht 900 Euro Paarpreis. Für verdammt viel gute Musik. Was wir noch nicht erwähnt haben, das sollten wir vielleicht mal zwischendurch erwähnen, alle Lautsprecher kommen natürlich auch mit den Gittern, also mit den Stoffabdeckungen vorne, Frontgrills. Aber die hier? Die sind da, ja. Ja, dann werde ich die mal eben einblenden. Gut, okay. Schnitt gleich und dann ist es drin. Okay. Okay, haben wir das drin. So, bei den Gittern, wenn wir das jetzt einblenden, welche Farben gibt es denn da? Sind die alle immer... Die sind standardmäßig kommen sie alle in Schwarz, bis auf den LCR. Keine Regel ohne Ausnahme. Dort ist es weiß. Und wenn ich jetzt diesen Lautsprecher habe, kann ich ihn dann auch ein weißes Gitter bekommen? Oder? Selbstverständlich gibt es in der Zubehörliste bei uns. Okay, also ja, muss bei uns dann mitbestellt in der Zubehörliste. Werden. Genau. Gut, jetzt kommen die Standlautsprecher. 3 sind es ja insgesamt. Meine grundsätzliche Frage, was für einen Vorteil bietet für mich jetzt als Lautsprecherinteressent der Standlautsprecher? Nachher unter klanglichen Aspekten. Ich habe ein bisschen mehr Volumen im Ganzen. Es ist immer wichtig, dass wir gucken, dass wir den richtigen Lautsprecher zum Raum finden. Es nützt uns kein großer Lautsprecher wie beispielsweise hier die Opticon 8, wenn ich das Ganze in einem 15 Quadratmeter Raum unbedingt aufstellen möchte. Ja, sagen wir so, technisch machbar wäre es ja. Technisch machbar ist das Ganze, aber wenn wir von 15 Quadratmetern reden, dann ist das ja sozusagen die Bruttogröße. Da ist ja noch was drin im Raum. Und unter normalen Umständen kann ich ja den Lautsprecher nicht völlig frei aufstellen, so wie es mir gerade beliebt. Also muss ich immer einen Kompromiss finden. Meine Philosophie dabei ist, oftmals zu sagen, weniger ist mehr.
dann erlaube ich mir mit dem kleineren Lautsprecher, ich sag mal 15 Quadratmeter, vielleicht die Opticon 5, vielleicht auch nur die Opticon 2, habe ich dann mehr Spielraum im Ganzen, den Lautsprecher sauber aufzustellen, um mir das Klangerlebnis zu ermöglichen. Anstatt, dass ich mich mit dem größeren Lautsprecher so weit beschränke, dass ich im Endeffekt Geld ausgegeben habe, aber mit dem Ergebnis nicht glücklich bin. Also Rennwagen gekauft, aber Feldweg gefahren. Ungefähr. Ein bisschen blöde, ne? Ja. Okay, verstanden. Ja, dann fangen wir an. Der Name ist schon gerade genannt worden. Habe ich richtig verstanden? Opticon 5. Opticon, ne? 5, genau. Der ist jetzt mal in dem etwas rustikaleren Design. Genau, da haben wir die Walnussgeschichte mit der schwarzen Hochglanzfront. Alternativ darf man sich dazu vorstellen, bei Esche Schwarz, dass das Ganze hier schwarz-matt ist mit einer leichten Holzstruktur und dann eben eine schwarze Hochglanzfront. Sehr edel. Und ja, hier haben wir auch wieder unseren Hybrid-Hochtöner. Da haben wir den Hybrid-Hochtöner dabei, weil hier haben wir auch den Platz, das Ganze zu integrieren, mit dem 6,5 Zoll Treiber dabei. Gut, und vom Anschlussschema, für alle die, die sich immer wundern, warum sind denn da immer 4 von den Dingern dran? Ja, wir haben hier ein B-Wiring-Terminal mit vorgesehen. Wichtig ist, das ist natürlich alles im Lieferumfang enthalten, wichtig ist bei der Geschichte, wir ermöglichen dem Kunden alles so anzuschließen, wie er das gerne möchte. Sei es Single Wiring, das heißt mit einem Kabel normal mit dem Verstärker und dann sind die Brücken drin, oder ich nehme eben B-Wiring, nehme die Brücken raus und habe die 4 Kabelenden, die das Terminal beschicken, oder ich kann damit auch noch Bi-Amping betreiben, sprich die Kabel dementsprechend 4 Kabel und 2 Verstärker anschließen. Ja, und welche Funktion für Sie die beste wäre, können wir dann gerne hier vor Ort nochmal besprechen, damit wir auch die richtigen Kabel richtig angeschlossen haben. Wichtig ist nur, dass die Dinger immer dran sind, wenn man auch nur mit den 2 Kabeln arbeitet. Genau. Weil sonst geht es nicht so gut. Wo liegen wir hier? 699 das Stück. Das Stück. Was wir uns hier für das Video aufgrund der Handhabbarkeit geschenkt haben, ist, dass die Lautsprecher noch mit Füßen kommen. Ja, kleine Füßchen, die dran geschraubt werden, ja, unten, und dann auch noch Spikes da dran kommen zum Entkoppeln vom Boden. Die Spikes kann ich generell, egal was für einen Boden ich habe, einsetzen, oder sollen wir da nochmal eine Empfehlung geben? Ich kann sie generell einsetzen. Ich sollte vielleicht auf den Bodenuntergrund achten. Und ich sag mal, da das Ganze ja sehr spitz ist und wenn ich einen weichen Holzboden habe und den dementsprechend fixiert. Das ist dann fixiert, ja. Vielleicht ist dann der Bodeneigentümer darüber nicht ganz so glücklich. Ein kleines Metallplättchen drunter gelegt, wirkt Wunder. Und wenn ich einen harten Steinboden habe? Dann brauche ich mir das, kann ich mir das Metallplättchen schenken. Aber dann könnte man trotzdem mit der Spitze draufgehen. Dann, ne, könnte ich mit der Spitze draufgehen. Gut, ja, trotzdem muss man manchmal aufpassen, auch da kann schon mal Kratzer geben. Ja. Gut, okay. Haben wir aber auch das entsprechende Zubehör im Angebot. So, was soll ich denn anheben? Okay, ja, bitte, ja. Ich kriege ja schon was fürs Geld, ne? Wohl wahr. Und zwar hier für 600, nein, Quatsch, was sage ich, für 849. Oh, er hat so einen kleinen Zettel. Ich habe einen kleinen Zettel. Wie in der Schule ein Spickzettel. Ja. Ja gut, die Dinger sind noch so neu, da kann man die Preise nicht alle kennen. Ich habe ja auch ein paar Produkte mehr. 849 das Stück. Das, ja, und heißt, ich krieg... Ich kriege einen größeren Lautsprecher, ich kriege einen Tieftöner mehr, ich habe ein größeres Volumen. Das heißt, es ist auch ein Lautsprecher, der dann für mittelgroße Räume gedacht ist. Also, ich brauche aber auch ein bisschen dann an Kraft von meinem Verstärker. Also alle DALI-Lautsprecher, zählt nicht nur für die Opticon-Serie, sondern alle DALI-Lautsprecher sind verstärkerfreundlich aufgebaut. Das stimmt, die sind sehr dennoch, nicht so leistungshungrig, sagen wir mal. Sind nicht so leistungshungrig. Mhm. Dennoch, Empfehlung ist, nicht zu wenig Leistung zu nehmen. Und da geht es nicht um die Lautstärke, die wir nachher erzeugen wollen. Das ist, der Pegel ist da nicht das Ausschlaggebende, sondern es geht einfach um die Kontrolle, die der Verstärker über den Lautsprecher gewinnen muss. Und je mehr Kontrolle er hat, desto akkurater spielt der Lautsprecher. Okay, aber es gibt natürlich keine klassische Empfehlung, sagen wir mal, was Verstärkermarken oder sowas angeht, ne? Nein, wir geben von uns aus weder eine Elektronik noch eine Kabelempfehlung. Und das ist eine Frage, die habe ich jeden Tag mehrfach. Ja. Was empfehlen Sie mir dazu? Ja. Wir können es nicht wissen. Wir bauen eine Kette auf. Die Kette heißt, ich habe einen Lautsprecher, die Kette heißt, ich habe Elektronik, CD-Player, was es auch immer ist, und ich habe dazwischen auch noch Kabel hängen. Mhm. Und diese verschiedenen Komponenten, wie viele es auch immer sein mögen, geben immer, das Zusammenspiel ergibt immer ein individuelles Klangbild. Und ob dieses Klangbild dem Käufer, dem Kunden gefällt,
Das können wir nicht wissen. Nee, das wäre zu leicht, das so zu beantworten, am Motto, ja, nehmen Sie den und machen Sie dies. Ich weiß, diese Fragen werden auch wir häufig zu hören bekommen, aber wir machen es da auch nicht leicht, sondern sagen, nee, das müssen wir schon ein bisschen individueller angehen. Also wir können dazu nur sagen, bitte an den Fachhändler wenden, bitte sich das Ganze vor Ort anhören. Der ein oder andere Fachhändler bietet die Möglichkeit, das Ganze auch auszuleihen und auch mal in den eigenen vier Wänden zu hören. So ist es. Kann ich nur empfehlen. So ist es. Okay, Preis haben wir schon besprochen. Ich hebe dir mal zurück. Aber den nächsten nehmen wir jetzt nicht an. Der sieht mir, ich glaube, da. Ich habe gestern geschwänzt im Sport. Ja. Was hat er denn so ungefähr? Ich habe gestern nicht geschwänzt im Sport. Der wiegt ein bisschen was, nahezu 40 Kilo. Den nehmen wir uns mal kurz vor. Den Statiker muss ich ja wenigstens noch nicht fragen vorher. Nein, die Epicon 8. Das große Modell aus der Epicon-Serie, Preis vorweg ohne Spickzettel, 12,99 das Stück. An den kann man sich ja merken. Das macht 2,6 im Paar für verdammt viel Lautsprecher und verdammt viel Klang. Wir haben hier, gehen wir auf 8 Zoll Treiber für den Tieftonbereich. Wir haben einen separaten Mitteltonbereich und das Hybrid-Hochtonmodul. Und wir haben das Ganze so angeordnet, dass das Ganze auch sich sauber im Raum verteilen kann. Hätte ich das Ganze nur im Tieftonbereich, würde mir obenrum im Kopfbereich von dem Bässen her etwas fehlen. Deswegen, das ist ja dann die nächste Frage, warum habt ihr den nach oben gepackt? Ja. Wir haben uns das genau angeguckt, vor allen Dingen haben wir uns das genau angehört und sind zu dem Schluss gekommen, dass diese Kombination hier am sinnvollsten ist. Okay. Also es ist nicht irgendwie dem Zufall entwachsen, sondern natürlich mit Absicht. Alles durchdacht? Ja. Gut, auch in drei Farben verfügbar. Wenn man sich die Rückseite anschaut, da haben wir zwei große Löcher, wo die Luft rauskommt. Genau, das dementsprechend zu den 8 Zoll Treibern. Die Bassreflexrohre angebracht. Auch der ist ab sofort verfügbar, steht in den nächsten Stunden, Minuten auch in unseren Studios, nochmal mal so sagen, und dann geht es hier richtig rund. So, ich versuche es trotzdem mal. Oh ja, die 40 Kilogramm, das kann hinkommen. Alles klar. Was haben wir noch zu berücksichtigen? Also, sie sind für den rein Stereo-Gebrauch zu nutzen. Sie sind natürlich für den super Heimkino-Gebrauch zu nutzen. Für 5.1, 7, 9.1. Wir können seine Wand an die Decke dran machen. All das können wir machen, all das können wir auch zeigen. Für klassische Musik, für Tamtam-Musik, für alles dabei. Genau. Es gibt nicht bei uns den Lautsprecher für spezielle Musikstilrichtungen. Nee, auch das werden wir ab und zu gefragt. Ja. Worum geht es uns? Um möglichst natürliche Klangwiedergabe. Was auf dem Tonträger drauf ist, soll der Lautsprecher dementsprechend rüberbringen. Insofern, ob das ein Violinkonzert ist oder der Actionfilm, der neue James Bond, was auch immer, das ist seine Aufgabe, die Tonspur wiederzugeben. Jetzt muss ich natürlich nochmal nachfragen. Also, wenn ich jetzt ein Besitzer eines Lautsprechers bin und der Lautsprecher hält wahrscheinlich am längsten von meiner ganzen Anlage, ne? So 10 Jahre und mehr. Wir haben da schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit über Filme oder in unseren Filmen, was denn so an so einem Lautsprecher verschleißen kann. Das ist ja die Sicke und noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich kann mich auch daran erinnern, dass es bei Dali ein Wahnsinns-Ersatzteillager gibt von Lautsprechern, die vor 20 Jahren oder so mal im Markt gewesen sind. Das ist ja alles okay. Aber wir haben ja eben auch andere Anforderungen an Lautsprecher heutzutage bekommen als vor 10, 15 Jahren beispielsweise. Gibt es da nicht auch einen Grund für den einen oder anderen schon mal zu sagen, Mann, ich habe jetzt eine super neuen Verstärker da, immer noch mal eine 10 Jahre alten Lautsprecher. Ich würde mich doch mal vielleicht doch mal eher ins Geschäft begeben, weil ich kann merken, diese Lautsprecher sind den heutigen Quellen auch noch besser angepasst worden. Klar, der technische Fortschritt hat über die Jahre nicht Halt gemacht. Wir haben das kurz eben gehabt bei dem Thema Magnetantrieb. Also dieses Material, was wir dort verwenden, das gab es vor 10 Jahren nicht. Ganz einfach. Und plötzlich finden wir eine Möglichkeit, nicht nur diesen, was ich ja schon sagte, diesen mechanischen Widerstand zu überwinden, sondern wir finden auch noch eine Möglichkeit, diesen induktiven Widerstand zu überwinden. Die Technik hat nicht Halt gemacht. Plus die Tatsache, vor 20 Jahren haben wir beispielsweise hier in dem Sickenbereich ein ganz anderes Material vorgefunden, also nicht nur bei Dali, sondern auch bei anderen Herstellern, was sich über die Zeit zersetzt. Das war so eine Art Schaumstoff. Ja, wir kennen das bei einem 20 Jahre alten Modell, wo wir immer mal wieder die Nachfrage kriegen. Es löst sich im wahrsten Sinne des Wortes auf. Das ist dann plötzlich nicht mehr vorhanden. Ja, wir haben noch die Ersatzteile dafür, das ist richtig. Das heutige Material arbeitet da ganz anders. Was gibt es an Garantie? Wir haben ab Erwerbsdatum 5 Jahre Garantie. Auf das ganze Ding hier? Auf das ganze Ding. Schön, haben wir das auch geklärt. Habe ich irgendwas vergessen? Eigentlich haben wir alles geschafft. Na, das freut mich doch. Wenn irgendwelche Fragen sind, einfach melden. Wir führen natürlich vor, haben das alles in den neuen Studios vorbereitet. Er ist immer im Hintergrund, wenn es noch Fragen gibt, die wir nicht so direkt beantworten können.
Aber ich kann nur sagen, vorbeikommen und sich das Ganze mal anhören. Samstags haben wir immer auch von 10 bis 16 Uhr ohne Termin und in der Woche am besten mal einen Termin vereinbaren. Und dann kann man mal mit der eigenen Musik oder mit unserer großen Musikauswahl das Ganze sich da mal anhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao. Ciao. Tschüss bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Ciao.